Österreich bekommt die Inflation nicht in den Griff, weil wir politisch nichts dagegen tun. Wir schauen jetzt seit beinahe 2 Jahren zu, wie uns die Preise durch die Decke rauschen und greifen nicht in den Werkzeugkasten, um hier zu den Instrumenten zu greifen, die uns gegen die hohen Preise schützen würden. Ein Blick in die anderen europäischen Staaten zeigt uns sehr schön, wie wirksam diese Instrumente sind. Also Preisdeckeln auf verschiedenen Bereichen des Lebens haben einen direkten und durchschlagenden Erfolg, um die Preise zu dämpfen. Ich würde mir wünschen, dass wir endlich in den Werkzeugkoffer greifen und die Instrumente rausholen, die wirken. Mietpreisbremsen würden die Leute in Österreich massiv entlasten und könnten wir nach wie vor einführen. Auch die temporäre Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel wäre möglich. Und schauen wir ruhig auch in den Bereich der Sozialleistungen. Wir könnten unseren Sozialstaat armutsfest gestalten, indem wir alle Sozialleistungen über die Armutsgrenze heben. Dann wäre auch nicht jede Preiserhöhung an der Supermarktkasse so existenzbedrohend für zu viele Familien in diesem Land.